Damit herzlich willkommen zurück. LS19 Ostalgie-Projekt Planwirtschaft. Ich bin Randy. Hallo. Da lehnt man ab. Ich sehe es. Ja. Also, ja doch, mehr lohnt sich ja, wenn die Preise so bleiben, trotz alledem, wenn wir es verarbeiten. Mindestens bei der Bäckerei. Bei Weizen hat auch gerade keine schlechten Preise. Was ist keine schlechten Preise? 994. Ja, ist ordentlich. Weizen ist das richtig geil. Aber es ist gerade am Fallen schon wieder und bei der Bäckerei kriegst du das Mehl 1000 für 1412 los. Hm. Da nochmal ein bisschen was mehr. Ich geh das jetzt mal kurz probieren, ne? Mit den Ballen, jo. Ja. Mein ZD ist ja ein bisschen Fahrtweg auch. Achso, jetzt habe ich ja die. Haben wir überhaupt Ballenspieß? Hatten wir, oder? Weil ich habe jetzt die Palettengabel dran. Nö, haben wir nicht, stelle ich ihn aber hin. Für den Frontlader, ja? Ja. Ja, reicht dann theoretisch auch, weil, also mit dem Ballenspieß kannst du ja auch Paletten laden. Mhm. Also mache ich zumindest immer so. Da steht er in seinem Urwald. Ist er mal. Okay, vielen Dank. War an dem Belarus nicht auch ein Dings dran? Verstehe ich nicht. Da war kann sein, dass er mal auch ein Dings dran war, aber... Frontlader war da glaube ich dran. Kann sein. Kann sein, dass das alles bei der Zurücksetzung, wo das Safe-Gain neu gemacht werden müsste, halt nicht mit dabei war. Ich hatte halt auf jeden Fall deinen Clan, das wusste ich noch. Aber bei dem Belarus... Ne, bei den Zettis auf jeden Fall. Ja, doch, der, dein Kleiner hatte ihn. Ja, dein Kleiner eigentlich auch. Ja, ist der Kleiner. Ach, das hässliche kleine rote Teil. Ja, war das Belarus? Belarus, ja, den meine ich doch. Ja, der hatte ihn, wo? Ja, aber der ja, hat, steht hier ohne jetzt. Achso, na gut, kann man ja nachrüsten. Ja. Also, den haben wir doch damals, wo wir noch jung waren, haben wir doch ja, damit Dünger verladen und. Hast du nicht gesehen? Oh, hier steht jetzt eine Frau. Hallo, Frau. Wie er die Ballen ja gestellt hat. Naja, so akkurat, ne? Das ja, alles, das gemacht. Alles manuell. Ach, maschinell oder elf. Pure Kunst war das. Aus meiner Feder. Ich glaub's doch, ich glaub's doch. Wir müssen jetzt ja am dümmsten lang fahren. Also ich muss ja auf jeden Fall wieder zum Kalko, ne? Mhm. Hier umsetzen. Dort. Ja, du fährst im Endeffekt die Straße hoch zu der Mühle, wo du das Mehl hast und da bei dem Mehl einfach weiter durchknallen. Dann geht steil nach unten, dann eben mal links weg und dann bist du da schon. Ich will nicht zu viel Gelände fahren, weil der hier so instabil fährt. Ja, ist alles Straße. Selbst bei der Mühle weiter runter, an den Wald da vorbei, ist alles Straße. Die Feldwege sind dann nur noch, wenn du dann links abbiegst zum Kalkwerk. Ich glaube zwar nicht, dass er das annimmt, aber... Und ich glaube, am Ende bleibt Ballen Ballen, oder? Also ob wir jetzt die kleinen... Ja, Ballen ist... Ballen ist ein eigener Typ. Ein eigener Typ, ne? Naja. Ja, deswegen bleibt er dann quasi Ballen nicht Ballen. Ja doch, weil Ballen ist Ballen. Nee, wenn es ein eigener Typ für sich ist, ist es ja, es könnte ja sein, dass er die zum Beispiel annimmt und nur die Großen nicht. Man weiß es nicht, man munkelt. Du solltest bei Giants anfangen mit arbeiten, du hast so innovative Ideen, was das Spiel zwar leichter machen würde, aber halt. Ja. Ne? Aber das ist halt, wir reden hier immer noch vom LS und nicht vom, von der Wundermaschine. Ja. Man darf ja mal glauben, ne? Ja, ist richtig. Glauben darf man. Denn wir wissen ja,
Wunder gibt es. Ja, ich wusste gar nicht, warum er das gesungen hat. Das ist sowas überhaupt ganz schwierig. Ja, das hat doch, glaube ich, irgendwas mit Bundeswischen Song Contest zu tun, ja, wer damals gewonnen hat und so, ja. Das kennt man ja schon eigentlich. Ach so? Ja. Ich dachte, die einzigen Deutschen, die mal beim Eurovision gewonnen haben, das war ja in den ganz tiefen 60ern oder 70ern mit ein bisschen Frieden. Ja. Ja. Ja, da war da noch der Lena Meyer Landshut. Ja, das war ja jetzt schon die höchste Neuzeit, hä? Vor allen Dingen Landshut. Ja, ja. Oder wie auch viele sagen, Lena Meyer Strandhut. Oh, ne. Ja, da gab's da, wo damals dieser Skandal war, wo von der Bilder rumgegangen sind, da gab's so einige andere Bezeichnungen noch dafür. Ja. Ah, die Lena. Ja, so oder so sieht's aus wie 14 Jahre. Also relativ jung geblieben. Und trotzdem in die Höhe geschossen. Ja. Aber die ist liebe Influencerin mittlerweile. Ja? Also so Instagram-Model oder was? Nee, sogar die macht, also Instagram sowieso. YouTube macht die aber auch. Und ja. Aber die macht auch noch so im Fernsehen. Ich glaube, die war das letzte Mal sogar beim Tatort dabei. Ja, das kann sein, ja. Da siehst du immer mal so berühmte Schauspieler, die immer mal so mit reinschweifen. Nö. Das hier müsste jetzt ein Mehl sein, oder? Ha, das ist die Mehlbude. Also so gesangstechnisch war dann bis auf diesen Auftritt da nicht wahr. Ja, du brauchst halt gute Lieder, ne? Ja, die hatte dann zwar noch... Du brauchst halt welche, die für dich gute Texte schreiben. Weil wenigstens, also es gibt einige noch, die selber Text schreiben, aber jetzt kommen ja auch sehr viele Stars raus. Oh, das ist aber ein schöner Weg hier. Richtig, Kopfsteinpflaster, halb der, könnt aussehen bei uns im Dorf. Kann ich hier schon reinfahren? Ist dann vorne, wo diese Hochhaussiedlung losgeht. Ne, ich fahr hier gleich durch den Wald, das geht auch. Das geht auch. Ob du da so rauskommst, wie du rauskommst, weiß ich halt nicht. So wie es angezeigt wird, dann gibt es schon. Ist halt noch eine Mine davor. Ja. Alter, das ist ein dichter Wald. Ich sehe ja gar nichts. Weg, ich habe einen Strohballen dabei. Ja, und da siehst du halt sehr oft, dass jetzt die damals für die Großen alle Songtexte geschrieben haben, die fangen jetzt an selber zu singen. Ja, ja. Ja. Klar, das reicht vielleicht irgendwann nicht mehr. Weißt du, die Stars verdienen damit Millionen und derjenige für den Songtext, da sagen die, was weiß ich, kriegst eine halbe Million, damit hat sich die Sache, damit gibt er die Rechte ab. Hm. Ja, und da hat sich das erledigt. Und das ist natürlich. Würde mir auch nicht gefallen. Der einzige Vorteil daran ist halt, du bleibst im Untergrund. Ne? Du verdienst trotzdem Geld, aber du bleibst im Untergrund. So, ich denke mal, das wird hier auch abgeladen, ne? Da wo ganz normal das Gitter ist. Weil das Proviose ist. Ja, ja. Das ist ein du kriegst. In der Mitte und außenrum ist ja nochmal ein normaler Trigger. Ja, funktioniert. Mhm. Das Problem ist, das ist weggeploppt und das hat was anderes ausgefüllt. Die Null steht immer noch. Das hat irgendwo anders. Wie viel hattest du? Ach, du gute Gott. Ja, die Null steht, klar steht die Null immer noch, weil ja, dauert, es dauert, ja. Warte mal, ich mach mal einen Peak nach vorne. Ja, nein, funktioniert. Mhm. Läuft also, glaube ich. Warte, hier drüben ist die andere Anzeige. Jo, haben wir schon 900 Kalk. Sehr schön. Hat aber ganz schön was verbraucht. Aber na ja, gut, dann machen wir das mit Ballen. Weil da kriegen wir mehr auf dem Hänger. Das ist zwar ein bisschen zwar draufstapeln, aber. Das gut, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, aber hast du oft. Wie gesagt, das ist so ein Triggerpunkt wahrscheinlich wie bei der BGA, wo du halt auch Ballen und alles so hinkippen kannst, diese allgemeinen Triggerpunkte. Mhm. Aber zumindest schon mal ein was gut jetzt funktioniert. Aber hat er auf jeden Fall mehr verbraucht, als wir hinten rausgeschmissen hat. Also sprich, für 4000 Stroh kriegst du keine 4000 Kalk. Also müssen mehr reinkloppen. Aber gut, Stroh ist ja auch Massenware. Weil das sowieso. Das war mir. Also wenn wir alleine jetzt das Feld da hinten machen, da kriegen wir was wie viele Ballen raus. Ja. Aber wäre es vielleicht besser. Ja,
Einen anderen Plattform-Trailer haben wir nicht, ne? So nostalgiemäßig größer. Wüsste ich jetzt auf dich. Dann müsste ich halt mal gucken, ob es da schon was Neues gibt in der Richtung. Irgendwas altes, ranziges, was mit Gurten auszustatten ist, weißt du, ne? Boah, wirklich richtig viele Ballen da drauf haben. Weil so oft haben wir ja Kalk dann auch nicht brauchen, sag ich mal. Ne? Ja, doch. Ja, alle drei ernten nur. Na ja, gut, alle drei ernten, aber dafür halt Masse. Ja, dann brauchst du Masse. Das ist ja. Das ist ja die Problematik im Allgemeinen daran. Aber gut, mein Fahrer, Sie haben das Wort zum Sonntag. Wundert euch nicht, dass die Folgen die Woche wieder kürzer waren. Wie gesagt, wir haben halt Zeitmangel ein bisschen. Ja. Aber sollte halt mal weitergehen. Es funktioniert und wir versuchen jetzt auch, dass es wieder wöchentlich immer kommt. Jö. Ja, dass wir das hinkriegen. Ansonsten, ja, eine schöne Woche. Ich glaube, es wird wieder warm. Die Woche müsste schon warm gewesen sein. So. Viel Glück. Tschüss.